Doch keine Versöhnung, Norwegen Roalds offiziell geschieden. Beziehungsstatus, geschieden. Im August 2016 gaben Prinzessin und der Schriftsteller nach 14 gemeinsamen Jahren ihre Trennung bekannt. Abgesehen von dem offiziellen Statement wurden keine weiteren Details bekannt. Bis jetzt. Und sind inzwischen auch auf dem Papier nicht mehr Mann und Frau. Diese News tauchte auf der offiziellen Homepage des norwegischen Königshauses Kongehuset auf. Doch nicht etwa in einer öffentlichen Bekanntgabe, sondern in einem fast beiläufigen Satz in der aktualisierten Biografie von Kronprinz Haakons, 44, älterer Schwester. Auf dem Profil der 46-Jährigen steht nun unter dem Punkt Familie, 2016 entschied das Paar, getrennte Wege zu gehen. Sie wurden 2017 geschieden. Märtha und Are verlobten sich im Dezember 2011 und heirateten ein halbes Jahr später. Sie haben drei gemeinsame Töchter, Maud Anelika, 14, Lea Isadora, 12, und Emma Tola, 9. Die drei leben gemeinsam mit ihrer Mutter in Lomedalen, südwestlich der Hauptstadt Oslo. Trotz Scheidung soll das Ex-Paar sich auch heute noch gemeinsam um die Kinder kümmern und sogar das vergangene Weihnachtsfest zusammen gefeiert haben. Die Scheidungsnachricht wurde nur auf Märthas Profil verkündet. Was sagt ihr dazu? Tolle Herangehensweise, warum sollten sie auch viel Aufmerksamkeit auf das Thema lenken? Ich hätte mindestens ein offizielles Statement erwartet. Are und Märtha waren immerhin 14 Jahre verheiratet.